Wir starten musikalisch in die Sendung. In Altenmarkt im Pongau fand bereits zum dritten Mal ein Benefiz-Country-Festival zugunsten der Kinderkrebshilfe Salzburg statt. Viele bekannte Bands und Musiker ließen es sich nicht nehmen, um für den guten Zweck zu spielen und begeisterten die vielen Country-Fans. Die Familie Hermann Rieder aus Salvelden und Christian Wallers, Gitarrist und Sänger von der legendären Salzburger Countryband West Friends, organisierten am Samstag, den 14. März 2011, ein Countryfest. Schauplatz war die neue Festhalle beim Gemeindezentrum in Altenmarkt. Der Reinerlös dieser Veranstaltung kam der Kinderkrebshilfe zugute. Das Countryfest wird für die Salzburger Kinderkrebshilfe veranstaltet und die Familie Rieder, die das veranstaltet, also speziell der Hermann Rieder, weil steht die ganze Familie dahinter, ist eine betroffene Familie, die leider ihren Sohn verloren hat. Und zu diesem Anlass möchte ich dir heute von uns einen Blumenstrauß überreichen und möchte nur sagen, bleib so wie du bist. Du bist nämlich die graue Eminenz im Hintergrund sozusagen. Für diese gute Sache konnte auch die bekannte österreichische Country-Sängerin Cherie gewonnen werden. Zurzeit ausgebucht, das ist bis Ende Juni und heute mache ich Zwischenstation hier und ich freue mich natürlich für so einen tollen Zweck, ja, Musik machen zu dürfen und ich freue mich sehr, dass ich eingeladen worden bin. Auch der in Australien geborene Matt Burke, der seit einigen Jahren in Österreich wohnt, gab seine Musikkünste zum Besten. Don't ask why, it's not a question. It's a lesson learned in time. Es geht um Leben, um Discovery, um Adventure. Und da habe ich eine große Reise in Europa, 12 Monate lang gemacht. Und am Ende war ich hier in Österreich. Es war Winter, ich habe Snowboarden gelernt und ich wollte immer wieder hier kommen. Das war für mich ein Traumland. Aus Oberösterreich angereist waren außerdem noch die Band Country Rebels. So, erstens einmal haben wir sowieso bei uns in unserer Terminplanung immer Benefizveranstaltungen dabei. Dann ich selber und die Melita, wir sind im sozialen Bereich tätig, also ich als Krankenschwester, sie ist in einer Arztpraxis. Also war das für uns ab dem ersten Moment klar, dass wir da auf jeden Fall mitmachen. Nicht fehlen durfte natürlich der Auftritt der Salzburger Countryband West Friends. Als Stargast fand man unter den Besuchern auch Frankie Zorn, Österreichs erfolgreichster Eisspeedway-Fahrer. Und natürlich für die Salzburger Kinderkrebshilfe haben wir natürlich auch immer wieder eine Kleinigkeit über, ist ja Sinn und Zweck einer guten Sache und ja, Mut zur Stimmung da. Und ich soll nicht ein bisschen beieinander sitzen. Den verschiedenen Line-Dance-Gruppen wurde mehrere Stunden Country-Music vom Feinsten geboten. Dank der Unterstützung der Besucher und diversen Firmen konnte die beachtliche Summe von 9.500 Euro für die Salzburger Kinderkrebshilfe gesammelt werden. Eine Fortsetzung im nächsten Jahr steht also nichts im Weg.